Audi nimmt dem A5 das Dach ab. Rund ein Jahr nach dem Coupé starten A5 und S5 Cabrio. Beide specken rund 100 Kilogramm ab. Unser Zeichner hat sich den Ingolstädter schon mal vorgenommen. Die Illustration zeigt deutlich, dass der offene Audi in seinen Dimensionen etwas länger und breiter wird als sein Vorgänger. Das Design wird sich eher evolutionär statt revolutionär entwickeln. Der Grill und die Leuchten dürften wie beim Coupé denen des A4 weitestgehend entsprechen. Auch bei den Motoren gibt es keine Überraschungen. Die Leistungsspanne reicht von 150 bis 272 PS. Das vorläufige Topmodell ist das S5 Cabrio mit dem bekannten 354 PS starken 3-Liter Benziner. Später folgt dann auch der offene RS5. Genau wie der RS4 kommt auch das Topmodell ohne V8. Stattdessen kommt ein V6 Biturbo zum Einsatz. Pünktlich zum Sommer 2017 bringt Audi den A5 und das S5 Cabrio auf den Markt. Flache Silhouette, fließendes Heck. Obwohl der A7 extrem futuristisch aussieht, ist er auf den ersten Blick eindeutig als A7 zu erkennen. Technisch gleicht das Coupé bis auf die straffere Fahrwerksabstimmung dem A6 und basiert auf der MLB Evo-Plattform für längs eingebaute Motoren. Das drückt das Leergewicht. Gemäß der Plattformstrategie wird der Viertürer wohl die Motoren aus dem A6 übernehmen. Auch der neu entwickelte 3-Liter Turbo V6 wird wohl im A7 arbeiten. Ein Plug-in-Hybrid gilt als denkbar, ist aber wohl eher unwahrscheinlich. Audi bringt endlich das neue Familiengesicht von Chefdesigner Marc Lichte. Die Studie Prolog hat es vor 2 Jahren bereits vorweggenommen und jetzt kommt es mit dem neuen Audi A8. Auflage Nummer 4 legt optisch jede Beliebigkeit ab und wird richtig sexy. Der Grill ist noch dominanter, das aufpreispflichtige Laserlicht hat eine eigenwillige Signatur, das durchgehende Heckleuchtenband lässt den Wagen sehr breit und wuchtig aussehen. Absolut revolutionär ist die Gestaltung des Innenraums. Mit an Bord sind ein voll digitales Kombi-Instrument, ein multifunktionales Audi-Tablet und diverse berührungsempfindliche Oberflächen. Und auch in Sachen autonomes Fahren macht der Audi A8 einen großen Sprung nach vorne. Wir freuen uns auf 2017, auch wegen ihm. Im Sommer soll der A8 präsentiert werden. Nach 13 Jahren Bauzeit ist er mittlerweile eine Ikone, der Bentley Continental. Die lang ersehnte Neuauflage kommt 2017. Der neue Bentley Continental GT basiert anders als der Vorgänger nicht mehr auf dem Phaeton, sondern auf der gleichen Plattform wie der Audi Q7. Ja, richtig gehört, der Gran Turismo und das SUV haben den gleichen Unterbau. Und das bringt dem Bentley eine gehörige Diät ein. Der Continental speckt deutlich ab, 300 Kilogramm sollen runter. Der 550 PS starke Biturbo V8 dürfte dann leichtes Spiel haben. Alternativ stünde ein W12 mit mindestens 600 PS bereit, wenn die CO2-Bilanz stimmt. Dass es den Continental neben dem Coupé auch wieder als Cabrio gibt, ist sicher. Ein Shooting Break wird derzeit noch diskutiert. 2017 wird das Jahr des neuen BMW M5. Nachdem der neue 5er ja bereits 2016 vorgestellt wurde, arbeiten die Münchner mit Hochdruck an der Top-Version. Als sicher gilt, dass der M5 zum ersten Mal in der Modellgeschichte mit Allradantrieb kommt. Wir vermuten aber, dass die Kunden des neuesten M-Sprosses der Modellreihe G30 zwischen Hinterradantrieb und optionalem Allradantrieb, also X-Drive, wählen können, möglicherweise sogar per Knopfdruck. Beim Motor dürfte BMW auf den bekannten 4,4 Liter V8 Biturbo des aktuellen M5 setzen. Mit einer nicht ganz unerheblichen Neuerung. Der Motor wird nämlich überarbeitet, so dass er den RS6 und den eAMG in Sachen Leistung überflügeln kann. Wir rechnen mit 630 Pferdchen und freuen uns drauf. Es ist offiziell und irgendwie auch konsequent und doch ein bisschen erstaunlich. Es wird wieder einen 5er GT geben. Diese Kreuzung aus Coupé und Kombi kommt offenbar bei den Kunden so gut an, dass es sich lohnt, eine Neuauflage zu bringen. BMW legt die Schrägheckversion GT Ende 2017 auf. Gegenüber dem Vorgänger soll das Heck gefälliger gezeichnet werden, heißt in diesem Fall, der Hintern wird schlanker. Technisch bedient sich der GT wieder beim 7er und das bringt ihm in einigen Teilen auch den nötigen Abstand zum normalen 5er ein. Wie ab jetzt überall bei BMW wird die Karosserie dank Carbon leichter. Im Vergleich zum Vorgänger in diesem Fall rund 100 Kilogramm. Innen gibt es die ebenfalls aus der Oberklasse bekannte Gestensteuerung.
Und so wird auch dieser 5er GT in den kommenden Jahren wieder seine Fans finden. Das ist er, Deutschlands liebstes Kind, der Kombi. Er kommt 2017 in 5er-Form. Sollen doch die anderen auf SUV umsteigen, scheint er zu sagen, ich bin der Klassiker. Dabei kann auch der Touring von BMW sich nicht ganz frei von Trends machen. Gegenüber dem Vorgänger soll nämlich das Heck deutlich sportlicher gezeichnet werden. Auf das Platzangebot hat das angeblich aber keinen Einfluss. Im Gegenteil, obwohl der 5er bis auf wenige Zentimeter dem Format des aktuellen Modells entspricht, wächst das Gepäckabteil um 20 auf rund 580 Liter. Technisch profitiert er von allen Neuerungen der Limousine. Also neue Motoren, neues Bediensystem und teilautonomes Fahren auf der Autobahn bis 130 km/h. Alle Dienstwagenfahrer und Flottenkapitäne sollten den hier in ihre Jahresplanung mit aufnehmen. Im Sommer 2017 können sie ihr Kreuzchen machen. Der neue BMW 6er wird zum 11er-Konkurrenten. Trotz des sportlichen Images tut sich BMW mit Sportwagen nach wie vor schwer. Bestes Beispiel dafür ist der 6er. Für einen echten Sportler ist er schlicht zu groß und zu schwer. Mit seinem Nachfolger wollen die Bayern dann aber ernst machen. Das Coupé auf Basis des 5ers wird ebenfalls rund 100 Kilogramm leichter und zurzeit auf der Rennstrecke feingeschliffen. Erklärtes Ziel, der neue 6er soll zum Konkurrenten für den zum langstreckentauglichen GT mutierten Porsche 911 werden. Gretchenfrage, soll der nächste 6er wieder ein eleganter GT sein oder ein echter Sportwagen? BMW setzt wohl zumindest mit dem zweitürigen Coupé auf die Sportkarte. Wir machen das klar. So könnte die neue Werbebotschaft von BMW lauten. Klar heißt nämlich die neue Plattform, auf der künftig der X3 stehen wird. Klar allerdings mit C, denn Klar steht für Cluster Architecture und verhilft dem X3 zu mehr Außen- und mehr Innenraumlänge. Dazu kommt eine neu konstruierte Sitzanlage, die außerdem für höhere Variabilität und besseren Komfort sorgen wird. Das neue SUV wird von zahlreichen Innovationen profitieren, die wir bereits aus dem 7er kennen. Dazu gehören neben einer Armada von Assistenzsystemen ein Bedienkonzept mit Gesten sowie die Vollvernetzung bis hin zum teilautonomen Fahren. Beim Antrieb lockt neben der 431 PS starken M-Version vor allem der Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 220 PS. Im Sommer 2017 soll er vorgestellt werden. Mit über 4 Millionen verkauften Fahrzeugen seit 2004 hat sich die Renault-Tochter Dacia längst als Europas Preisbrecher Nummer 1 etabliert. Daran wird sich nichts ändern, wenn nächstes Jahr die zweite Auflage des Dusters auf den Markt kommt. Selbst das Top-Auto, der siebensitzige Grand Duster mit neuem 1,6 Liter Diesel, soll mit Allradantrieb und Klimaanlage noch unter der magischen 20.000 Euro Grenze bleiben. Weil schon das Grundmodell künftig 4,50 Meter lang ist, überragt die Version mit 3 Sitzreihen sogar den Nissan X-Trail. Antriebstechnisch bedient sich der Rumäne beim Renault Kadjar. 2017 soll der Duster auf den Markt kommen. Es ist der derzeit komfortabelste und zumindest auf fahrerischer Ebene auch der alltagstauglichste Ferrari, der California. Und jetzt bekommt er einen Nachfolger. Das von Flavio Manzoni entworfene Coupé Cabrio behält sein versenkbares Hardtop, das in Zukunft allerdings flacher und leichter wird. Vermutlich wird neben dem bis zu 700 PS starken 3,9 Liter V8 auch ein aufgeladener 2,9 Liter V6 mit 450 und 600 PS angeboten. Weil der V6 Zweizylinder kürzer ist als der V8, könnten die Italiener hier sogar den Hybridhebel ansetzen. Erfahrung haben sie ja mit dem LaFerrari gemacht. Frühestens auf der IAA 2017 wird der California 2 gezeigt. Ford plant den Focus-Nachfolger als Weltauto. Es entstehen diverse Varianten, zu denen erstmals statt des dreitürigen Schräghecks ein zweitüriges Coupé gehören könnte. Weil die Plattform vom Zweitürer bis zum Kuga ein breites Spektrum abdecken muss, hält sich der Gewichtsverlust des nächsten Focus in Grenzen. Anders als in der Vergangenheit bedeutet das für das Design aber nicht, dass der Focus ein farbloses Auto bleibt. Ganz im Gegenteil, Ford hat mittlerweile eine ganz eigene Linie gefunden. Der Grill erinnert noch mehr als in der Vergangenheit an die Sportwagen von Aston Martin, ohne dabei marktschreierisch überzeichnet zu sein. Vor allem am Heck haben die Designer mit ruhiger Feder gezeichnet. Die verspielte Linie des aktuellen Modells gehört der Vergangenheit an.
Crossover heißt das neue Zauberwort nach dem SUV-Hype. Fleeceheck kompakter mit dezenter Offroad-Note. Der Nachfolger des C-Max trägt das flott geschwungene Dach nur 1,60 Meter hoch und nennt sich frech CUV. Wobei das C, also C, für Coupé steht. Den Radstand dürfte der Kopfverdreher vom Grand C-Max übernehmen. Kurze Überhänge sollen die Länge auf ca. 4,55 Meter beschränken. Es bleibt zwar bei nur zwei Sitzreihen und konventionell angeschlagenen Türen, aber die schlankere Architektur und die neue Sitzanlage macht den CUV fast so geräumig wie eine Großraumlimousine. Die Technik des auf Wunsch mit Allradantrieb und als Plug-in-Hybrid lieferbaren Neuzugangs stammt im Prinzip vom Focus-Nachfolger. Mittelfristig soll ein Weltauto als angedachter Crossover mit E-Antrieb das Portfolio ergänzen. Ford macht es quasi wie VW in den USA, nur eben umgekehrt. Während Volkswagen erst einmal den alten Passat verkauft und den neuen in Europa lässt, gibt es in den USA schon den neuen Mondeo, der in Amerika Fusion heißt und hier eben nicht. Aber 2017 soll das Facelift des Mondeo kommen. Ein neuer Grill, veränderte Rückleuchten und eine Chromspange am Heck lassen den Mondeo zwar frischer wirken, das bisherige Modell aber nicht alt aussehen. Die Automatik wird nun über ein Drehrad à la Jaguar bedient. Das Multimedia-System bekommt ein Software-Update. Dazu gibt es noch ein paar neue Assistenzsysteme. Die Motoren werden leicht überarbeitet. Im März in Genf werden wir das Mondeo Facelift wohl sehen. Jetzt also doch. 2017 legt Jaguar den XF wieder als Kombi auf. Neben sparsamen Dieseln ist auch eine 600 PS-Variante geplant. Äußerungen von Designchef Ian Cullum hatten zwischenzeitlich Spekulationen genährt, die Limousine bleibe die einzige Karosserieform bei der seit 2015 gebauten zweiten Generation der Oberklasse. Inzwischen stellte Cullum aber klar, der XF Sportbrake kommt und hier kommt der Erlkönig. Voraussichtlich auf der IAA 2017 in Frankfurt wird Jaguar den Konkurrenten von E-Klasse T-Modell, 5er Touring und A6 Avant vorstellen. Wie bereits die Limousine, so dürfte auch der Kombi dank Aluminiumkarosserie rund 200 Kilogramm leichter werden als der Vorgänger. Trotz schrägen Hecks soll der Stauraum noch einmal geringfügig auf bis zu 1700 Liter wachsen. Als Antrieb stehen die von der Limousine bekannten Vierzylinder-Diesel mit 163 und 180 PS sowie ein V6-Diesel mit 300 PS und ein V6-Benziner mit bis zu 380 PS zur Verfügung. Darüber hinaus will Jaguar eine leistungsoptimierte SVR-Version mit V8 und bis zu 600 PS nachreichen. Sie soll Mercedes-AMG und Audi RS-Kombis Paroli bieten. Mitte nächsten Jahres schicken die Koreaner einen unverschämt heißen GT auf die Straße, den Kia Stinger. Jede Wette, da werden nicht nur wir uns umgucken, sondern auch die Premium-Hersteller. Den technischen Unterbau liefert die Genesis-Reihe von Konzernbruder Hyundai. Das heißt dann also Hinterradantrieb und eine Länge von fast 5 Metern. Für die verführerischen Proportionen sorgen letztendlich die beachtliche Breite von etwa 1,90 Meter und die geringe Höhe von 1,38 Meter. Ja, gegenüber der Studie GT müssen wir auf die extrem kurzen Überhänge und gegenläufig öffnenden Türen verzichten. Dieser Kia ist dennoch das Schärfste, was Peter Schreier für Kia je gezeichnet hat. Und nur so lässt sich der zu erwartende Basispreis von rund 35.000 Euro auch halten. Der Einstieg in die Stinger-Welt dürfte mit einem Vierzylinder-Turbo erfolgen, der 275 PS leistet. Darüber erwarten wir dann einen aufgeladenen 3,3 Liter V6, der es auf 373 PS bringen soll. Leider dürfte der ebenfalls verfügbare 5 Liter V8 dem Rotstift zum Opfer fallen. Die Kraftverteilung übernimmt voraussichtlich eine 8-Stufen-Automatik. In jedem Fall will Kia mit dem Stinger, der vom ehemaligen BMW-Mann Albert Biermann abgestimmt wurde, schneller unterwegs sein als je zuvor. Rund 5 Sekunden für den Sport bis Tempo 100 und eine Höchstgeschwindigkeit von 280 km/h sollten drin sein. Was für ein Image-Schub für die koreanischen Kostenkünstler.
Wenn es einen Kleinwagen gibt, der bei den Vergleichstests immer vorn dabei ist und trotzdem noch immer unterschätzt wird, dann ist das der Kia Picanto. Die nächste Generation soll noch mehr in den Fokus der Käuferschaft fahren. Der Picanto wächst und bekommt LED-Tagfahrlichter. Die Motoren werden höchstwahrscheinlich vom Schwestermodell Hyundai i10 übernommen. Dabei handelt es sich im Speziellen um einen 1,0 Liter und einen 1,2 Liter Benziner. Denkbar ist zudem, dass Kia den Dreizylinder-Turbo auch im Picanto anbieten wird. Der neue Kia kommt wohl im April 2017. In einer ganz anderen Liga spielt das Hypercar Projekt X, mit dem AMG im Rahmen der IAA 2017 seinen 50. Geburtstag feiern will. Der R50 ist im Prinzip ein zweisitziger Formel-1-Renner mit Straßenzulassung. Der dreifach aufgeladene, Achtung, bitte mal auf der Zunge zergehen lassen, 1,6 Liter V6 soll in Verbindung mit der neuen Hochvolt-Architektur rund 1300 PS an alle vier Räder verteilen. Für den Löwenanteil am Powerplay sind freilich die drei E-Motoren zuständig. Trotz Batteriehandicap soll der R50 nur 1300 Kilo wiegen. Die Fahrleistungen werden entsprechend von einem anderen Stern sein. Eine Kleinserie der geflügelten Carbonflunder ist bereits genehmigt. Der siebenstellige Preis wird wohl später bekannt gegeben. Die S-Klasse von Mercedes wird überarbeitet und bekommt etwas von der E-Klasse, nämlich die Bildschirme und das Lenkrad mit den Touchpads. Damit man künftig C-, E- und S-Klasse besser auseinanderhalten kann, bekommt die S-Klasse drei LED-Streifen in den Frontscheinwerfern. Bei den Motoren kommen die reinen Sechszylinder aus der E-Klasse zum Einsatz. Die neue 3-Liter-Maschine soll dank Turboaufladung bis zu 408 Benzin-PS leisten. Den 3-Liter reinen Sechszylinder-Diesel gibt es in zwei Varianten. Der stärkere leistet 313 PS, die gedrosselte Version bringt es auf 286. Dazu wird es natürlich auch eine Neuauflage des Mercedes AMG S63 geben. Mit dem Facelift allerdings streicht AMG den Hinterradantrieb und bietet dann nur noch Allrad an. Zudem verdichten sich die Gerüchte, dass der 5,5 Liter V8 Biturbo durch den 4 Liter V8 Biturbo aus dem neuen i63 ersetzt wird. Ob die S-Variante auch 612 PS und 850 Newtonmeter leistet, ist noch nicht klar, aber doch wahrscheinlich. Marktstart der neuen S-Klasse ist wohl Anfang der zweiten Jahreshälfte 2017. Das Coupé wird im Januar in Detroit stehen, das Cabrio kommt im Herbst. Mercedes baut die E-Klasse-Familie immer weiter aus. Das Cabrio soll deutlich geräumiger ausfallen als Audi A5, BMW 4er und BMW 6er. Die Schwaben wollen den Wagen nämlich als vollwertigen Viersitzer mit reisetauglichem Kofferraum positionieren, so wie einst das A124 Cabrio. Das Verdeck? Natürlich wieder ein klassisches Baumwolltop. Auch wenn die oben ohne E-Klasse schon Ende 2017 in den Verkauf geht, eigentlich ist dieses Auto eher was für den Sommer 2018. Ehe zum Jahreswechsel 2018-2019 ein komplett neuer Nissan Qashqai als Aushängeschild der Marke zu den Händlern rollt, gibt es im kommenden Frühjahr auf dem Genfer Autosalon eine Überarbeitung des aktuellen Bestsellers. Das Facelift macht aus dem Nissan Qashqai einen kleinen X-Trail. Ab 2017 soll der Qashqai in Staus selbstständig bremsen und wieder anfahren können. Nissan arbeitet an der zweiten Generation des Juke. Da der Hersteller mit dem bisherigen Absatz seines Mini-SUV zufrieden ist, entwickelt er dessen extrovertiertes Äußeres nur behutsam weiter. Markante Designelemente sollen bleiben, dazu erhält der Juke das neue Markengesicht. Mehr tut sich unterm Blech. Nissan wird künftig die neue modulare Konzernplattform für das Mini-SUV nutzen. Neben neuen 1-Liter Dreizylinder-Benzinern stehen auch künftig ein 1,5 Liter Diesel und als Top-Motorisierung ein 1,6 Liter Turbobenziner mit 190 PS bereit. Außerdem ist eine Hybrid-Variante in Planung. Weichere Kunststoffe und mehr Personalisierungsmöglichkeiten sollen den Innenraum des Juke aufwerten. Ein längerer Radstand sorgt außerdem für mehr Beinfreiheit auf den hinteren Plätzen. Die zweite Generation des Nissan Juke soll im Herbst 2017 vorgestellt werden und im darauffolgenden Winter auf den Markt kommen.